Willkommen zurück bei einer neuen Episode Deus Ex Mankind Divided. Wir haben in der letzten Episode ein bisschen mit unseren Verschwörungstheoretiker-Freunden von der Zeitung da hinten gequatscht. Und die wollen jetzt eigentlich von uns, dass wir irgendwie in eine Bank einbrechen und dort Informationen über eine bestimmte Firma klauen. Aber dem werden wir jetzt noch nicht nachgehen, denn ich habe irgendwie ein bisschen einen anderen Plan. Ich will nämlich mal ein bisschen bei dem Personenkult hier weitermachen, die wir ja in der Kanalisation gefunden haben. Und mal gucken, was da so weitergeht. Wäre auch mal ganz interessant, glaube ich. Deswegen gehen wir das mal an. Oh nein, ich sollte nicht ins Feuer springen. Moment mal, kann ich hier durch? Ich kann hier echt durch. Aha. Gut zu wissen. Hallo, Freunde. Ah, so, hier gibt es auch einen Ausgang. Alles klar. Und raus. Hallo. Ist das mein Handy? Nee, ihr's. Okay. So, die große Frage ist jetzt, wo muss ich denn hin? Da hinten hin. Okay, über die Brücke. Also eigentlich wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Und dann mal links abbiegen. Alles klar. Der ist am Pennen, so wie es aussieht. Ne, der guckt nur auf sein Handy, oder? Ja, okay. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, da kann man gar nicht rein, da ist ein Glas. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Geht's aber zumindest ziemlich tief nach unten. Und diese Uhr läuft viel zu schnell. Ups. Wir müssen, ob man hier irgendwo reinkommt. Von irgendwo hier hört man die ganze Zeit den Bass laufen. Aber ich finde keinen Eingang. Auch irgendwie komisch. Der private Sektor soll doppelt so viel zahlen. Was ist das hier? Negozio di Magia. Ach, hier sind wir ja schon richtig, oder? Ja, so halbwegs. Kann ich Ihnen irgendwie da helfen? Da ist er ja. Ja, du kannst mir sehr wohl helfen. Ich suche Liboria. Das bin ich? Sind Sie wegen der Magie hier? Ich hoffe, Sie können mir etwas erklären. Eine seltsame Begegnung mit einem Mann, der sich hinter einem Schirm verbirgt. Umgeben von Anhängern. Er heißt Richard. Sie waren früher Partner. Richard lebt? Sie haben ihn gefunden? Ich weiß nicht, was ich gefunden habe, aber es hat mir nicht gefallen. Richard hat mich geschwächt. Ich wollte Dinge sagen und tun und konnte es aber nicht. Ich bin froh, dass er lebt. Richard und ich, wir... Ich war sicher, dass er... Ich hätte es wissen müssen. Richard hat immer gesagt, die Show muss weitergehen. Eine Show war das aber nicht. Was macht er da unten? Und wie macht er es? Ich habe Richard seit Jahren nicht gesehen. Wir haben zusammen eine Show entwickelt. Die Entwicklung der Hypnose verstärkt durch Technologie. Varianten von Kusio und DDE. Eine soziale Augmentierung? In Verbindung mit modernen Hypnosetechniken. Viel stärker als bloße Überzeugung. Die kommunale Konstruktion einer Alternativrealität. Jeden Freitag haben wir die Leute 3 Stunden lang durch schöne neue Welten geführt. Das klingt aber irgendwie nicht so geil. Diese Hypnosewelten von Ihnen und Richard, was war das genau? Was immer die Leute wollten, gemeinsam erschaffen mit dem Publikum. Jeder Abend war anders. Nach dem Zwischenfall mussten wir aufhören. Wurden behandelt wie Verbrecher. Das war nicht richtig.
Leute bezahlten für Erkundungsreisen in ihrer Fantasie. Wir haben niemandem geschadet. Das hätten wir nie getan. Für Richard gilt das wohl nicht mehr. Sein derzeitiges Publikum ist gefangen, fürchte ich. Wäre er dazu fähig, eine Welt zu erschaffen und Menschen dort für immer festzuhalten? Das hängt von der Persönlichkeit ab. Wenn jemand empfänglich für die Nachricht ist und wenn Richard sie wiederholt, dann ist es denkbar. Aha. Was bezweckt Richard damit? Warum hypnotisiert er Menschen in der Kanalisation? Ich bin nicht sicher, aber nach dem Zwischenfall änderte sich alles. Richard hat gesagt, er sucht sich einen besseren Ort. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Der Verlust so vieler Freunde, ich glaube, das hat ihn zerbrochen. Zerbrochen wirkt er auf mich nicht, eher wie eine Art Guru, mit viel zu viel Kontrolle über die Menschen um ihn herum. Richard ist unfähig, jemandem weh zu tun, zumindest früher. Er war Idealist, ein Mann, der die Welten, die wir gemeinsam auf der Bühne erschaffen haben, sie waren schöner als die Realität. Die Technologie, die Richard benutzt, wie funktioniert sie? Binaurale Signale. Richard leitet sein Quellsignal durch mehrere Emitter, die mittels zielgerichteter neuronaler Oszillation spezifische Bereiche der Basalganglien stimulieren. Okay. Nehmen wir an, ich kenne diese Ganglien nicht. Richard benutzt ein Emittersystem, das seine Frequenz verstärkt und anpasst. Die Nachricht dabei ist sein Wille. Er implantiert den Kern seiner Übertragung direkt in die Gehirnwellen seines Publikums. Das habe ich bereits erlebt. Ich weiß, dass es schrecklich ist. Das klingt aber gar nicht gut. Wie kann ich Richard aufhalten? Richard vermittelt eine Vision von sich selbst, von den anderen. Eine alternative Gemeinschaft, die sie gemeinsam aufbauen. Wenn Richard die Leute dort halten will, kann man sie nur befreien, wenn sie die Sache durchschauen. Wie mache ich das? Mein letztes Gespräch mit ihm lief nicht besonders. Das Signal, das er sendet, hat nur eine ganz bestimmte Reichweite. Bis zu dem Raum, in dem das Publikum sich befindet und die Emitter. Richard muss sich außerhalb dieses Raums aufhalten. Wenn ich zu ihm komme, kann ich also sagen und tun, was ich will. Ja, aber versprechen Sie bitte, dass Sie ihm nichts tun. Ich kann nichts versprechen. Ich habe das Gefühl, wenn ich es bis zu ihm schaffe, wird ein Gespräch nicht ausreichen. Es gibt vielleicht eine bessere Lösung. Die Emitter stehen irgendwo im Raum, ja? Okay. Warten Sie. Warten Sie. Nur eine Sekunde. Warten. Warten. Wo seid ihr? Kommt, kommt zu mir. Ich denke, ich habe gefunden, was ich suche. Ich habe, was Sie brauchen. Da, da. Das sind Störgeräte. Zur Sicherheit, falls was schief geht. Befestigen Sie sie an den Emittern, dann verstärken die nichts mehr. Gute Nacht, Vorhang fällt. Die Götter sind wieder Menschen. Reicht das aus, damit die Menschen im Raum ihn durchschauen? Hoffentlich. Wenn Sie dem Signal sehr lange ausgesetzt waren, müssen Sie nachhelfen. Aber bitte tun Sie Richard nichts. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber ich weiß, was er war. Er war anständig. Und er glaubte nur an eine bessere Welt. Daran glauben wir alle, aber es gibt bessere und schlechtere Wege, damit umzugehen. Okay, wir haben jetzt also einen Weg, wie wir den Fanatiker-Anführer beseitigen können. Klingt doch mal gut. Dann sage ich mal Dankeschön für die Störemitter. Finde ich richtig nice von dir. So, dann müsste ich jetzt aber ehrlich gesagt wieder extra zurückfahren, oder? Ach, hier ist die Bank. Okay, was haben wir hier eigentlich noch? Den Kalibrator beschaffen. Und die Papiere validieren. Gehen wir mal. Den Kalibrator. Ja. Gehen wir den mal beschaffen. Tube House. Was gibt's denn hier Feines? Das erwarte
Mikrowellen, eine PlayStation 10, sage ich mal. Aber sonst nicht wirklich viel. Drucker. Ich meine, ey, man muss sich echt mal sagen, alles sieht so fucking futuristisch aus. Aber die Drucker sehen doch immer genauso aus wie jetzt. Und funktionieren wahrscheinlich genauso scheiße. So, hier mal rein. Ist hier irgendwo ein Kalibrator? Ich schätze mal grob, ich muss da runter. Sogar alles schön mit Teppich ausgelegt. Ist doch wunderbar. Wo geht denn hier eigentlich noch hin? Egal. Aha, Tür ist gesperrt. Kann ich hacken? Könnte ich eventuell sogar. Gucken wir uns mal das Grid an. Uiuiuiuiui, das wird ja aber kompliziert. Eieieiei, ich glaube, das wird nicht so einfach. Probieren wir mal. Oh, 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 scheiße. Ach, da kam es von oben noch runter. Shit. Okay, einmal probieren wir noch. Ach, jetzt muss ich wieder warten, bis der Lockdown weg ist. Was ist denn hier wieder? Sind wir hier wieder bei Magiern oder was ist denn hier wieder los? Credit Chip. Juink, meins. So, mal gucken, ist der Lockdown schon wieder weg? Ja, der Lockdown ist weg. Dann werde ich jetzt mal wieder schnell speichern. So, nochmal probieren. Vielleicht sollte ich echt mal versuchen, irgendwie meine Items einzusetzen, die ich hier habe. Aber das erste kann ich ja zumindest mal hacken. So, den Wurm halten wir mal an und dann kann ich locker flockig fertig hacken. Dankeschön. So, für was habe ich denn die Items, wenn ich sie nicht benutze? Das macht doch keinen Sinn. Oh, da ist eine Überwachungskamera. Ich sollte vielleicht auch mal eventuell mir eine Biozelle genehmigen. Oh shit, ich habe nur noch eine davon. Fuck. Da stehen aber viele. So, habe ich hier nicht vorhin gerade irgendwo einen... Ach, der ist da hinten, der Lüftungsschacht. Gehen wir hier unten mal durch. Ach, wieso keine Biozelle? Ich brauche eine Biozelle. Ist hier irgendjemand? Eigentlich nicht. Hier ist alles cool. Die Tür ist natürlich wieder gesperrt. Kommt man hier irgendwie raus? Ach, da kommt man raus. Ich möchte gerne wissen, wo geht's hier eigentlich hin? Gute Frage. Da ist zumindest eine Leiter, die irgendwo hinführt. Moment mal, ich muss hier mal kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Aha. Heckstufe 1. Ja gut, hauen wir mal rein. Oh,
Ah, shit, jetzt weiß ich hier den Weg nicht. Fuck. Ja, nochmal raus hier. Dann möchte ich gerne, bevor ich das hier angehe, mal abspeichern. Immer schön speichern. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ist halt ein bisschen scheiße, dass ich nicht mehr enthüllen kann. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wo es hingeht. Aber ich versuche einfach mal den Weg hier. Ja, sieht gut aus. Sieht auch noch gut aus. Ja, jetzt müsste nur hier eine Verbindung sein. Ach, das wäre so schön. Das wird es aber, glaube ich, nicht spielen. Doch, das spielt es sogar. Nice. Zugriff gewährt. Dankeschön. Hier bitte wieder dicht machen. Da wäre auch noch ein Lüftungsschacht. Wäre mal interessant, ob man über den auch nach oben kommt. Sieht zumindest danach aus. Hallo, Dreieckcode. Na, sowas aber auch. Okay, hier hocken wieder zwei. Wo ist mein Ziel? Ich sollte ja jetzt theoretisch in der richtigen Etage sein. Dafür, dass es den Mädchen gut geht. Ups. Bei einem weiteren Terroranschlag sind 251 Passagiere an Bord des Sister Airlines Fluges 4-1. Vielleicht könnte ich auch mal meine Waffe ein bisschen gebrauchen. Ums Leben gekommen. Als ein augmentierter Passagier sich Zugang zum Cockpit verschaffte und die Crew brutal ermordete. Mädchen haben von irgendeinem Arschloch erzählt. Der Blackbox ist zu entdecken. Verpiss dich endlich. Okay, wo zur Hölle ist denn jetzt dieser Kalibrator, bitteschön? Bin hier irgendwo im richtigen Bereich, aber puh, das Teil muss man ja erstmal finden. Na, betäuben wir den einen halt mal. Ach, jetzt steht der eine da hinten auf und guckt genau in die Richtung. Ja, was für ein Scheiß. Okay, ich muss mal weg hier. Lalala, nichts passiert. Alles cool. Ich glaube, jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Warum mache ich mich eigentlich nicht unsichtbar? Das wäre viel einfacher. So, du gehst auch mal schlafen. Oh, da steht ja noch einer. Au. So, du bekommst auch noch einen rein. Jetzt fall doch endlich mal um. Dankeschön. Oh, da hinten steht noch einer. Den werden wir aber auch noch irgendwie überraschen können. Hat er gerade irgendeine... Hör, da hat er eine Granate geworfen. Oh, shit. Leute, ich will doch nur den Kalibrator haben, Dingsbums. Ach, ist das echt so? Ach, Gott, ihr gebt mir alle auf den Sack. Oh, oh, Überwachungskamera. Scheiße. Das lief ja mal alles echt beschissen, hä? Ein bisschen Pistolenmunition. Sollte ich vielleicht echt auf scharfe Munition umwechseln? Will ich ehrlich gesagt nur ungern. Na, Alter, willst du jetzt nicht mehr da hochgehen? So, geht doch. Machen wir hier mal zu. Okay, 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 okay. Okay, die laufen alle irgendwo anders hin gerade. Das soll mir ja nur mal recht sein. Einen Pilsner brauche ich nicht.
Schmerzmittel, na gut, gib her. Credit Chip, her damit. So, wo ist dieser? Hoppala, da kommt noch einer. Ja, geschlafen wird jetzt, Freundchen. Oh, jetzt kommen wieder ein paar. Scheiße! Das ist kein würdevoller. Okay. Ja, ja, am einzigen Ausgang wartest du. Aha. Ach, ich werde einfach alle mal betäuben. So viele sind sie eigentlich nicht mehr. So, auch betäubt. Es steht eigentlich nur noch der eine draußen. Wie die hier alle auf dem Haufen liegen. Finde ich echt witzig. Wer grunzt denn hier so die ganze Zeit? Ich schätze mal, der Kalibrator wird da drin sein, hä? Ja, dann hacken wir mal los. Der wird mich ja hoffentlich nicht unterbrechen. Oh oh. Ah, ging sich aber locker aus. Ah, es hat Loche gereicht. Freischalten, bitteschön. Ups. Ach, das kann ich auch aufmachen. Naja, egal. Ja, da ist er doch. Okay, Koller, ich habe Ihre neue Revolvermunition nehme ich halt auch noch mit, auch wenn ich es nicht wirklich brauche. Ich werde sie für die Optimierung vormerken. Sobald ich diesen Hausbesuch hinter mir habe. Welchen Hausbesuch? Ich habe da diesen anderen Kunden. Und der wartet nicht gern. Ich auch nicht, Koller. Rufen Sie mich an, wenn Sie bereit sind. Ja, echt mal, Koller. So, wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Denn anscheinend der eine Typ, der da noch draußen hockt, der hat anscheinend nicht wirklich Bock, hier reinzukommen. Und das soll mir nur recht sein. Dann kann ich hier noch schön, geschmeidig paar Sachen mitgehen lassen und dann verpisse ich mich. So, gehen wir einfach mal wieder den Weg raus, den wir überhaupt reingekommen sind. Denn das werden sie ganz sicherlich nicht vermuten. So, Kamera, geh mal bitte. Wer schreit denn hier noch? Ist ja noch irgendjemand gefangen oder irgend sowas in die Richtung? Warum lassen Sie mich nicht einfach in Ruhe? Hä? Wer schreit denn hier? Ach du? Oh, sorry. Die Barkeeperin. Tut mir leid. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Alles cool. Niemand ist gestorben. Die pennen nur ein bisschen. So, ich bin sogar so nett und mache wieder die Tür zu. Bin ich nicht nett? Bin ich nicht ein netter Einbrecher? Ja, schon irgendwie. Lalala, nichts ist passiert. So, wir sind wieder draußen. Alles cool. Die Polizei, mein Freund und Helfer ist hier. Alles ist nice. Gut, dann können wir ja eigentlich theoretisch mal in der nächsten Episode dann wieder zurückreisen auf die andere Seite. Denn immerhin haben wir jetzt was für Koller dabei, das wir ihm bringen können.
Und dann auch natürlich auch noch die Fanatiker da unten in der Kanalisation, die können wir auch noch ausschalten. Das können wir doch alles machen. Oder wir brechen hier in die Bank ein. Auch eine Möglichkeit. Wir werden sehen in der nächsten Episode von Deus Ex. Mankind Divided. Und bis dann, tschüss, auf Wiedersehen. Hauptmann sieht sich.